Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um Bildtypen im Geschichtsunterricht, bestimmte Themen und jetzt schauen wir uns das Thema Karikatur an. Als erstes Thema haben wir hier eine Karikatur, eine historische Karikatur aus dem Jahre 1530. Beteiligte Personen sind in dem Fall hier dann der Kopf von Martin Luther und ein Teufel wird hier dargestellt. Der Teufel spielt mit Luther und verwendet Luther gewissermaßen als eine Art Dudelsack. Das heißt, Teufel spricht aus Luther und spielt seine teuflische Musik. Ausgesagt werden soll, dass das, was Luther verbreitet hat, dass seine Gedanken, seine Reformation, seien gewissermaßen Inhalte, Worte des Teufels. Die Meinung zum gezeigten Thema vertritt der Auftraggeber. Der Auftraggeber lehnt die Sichtweise von Martin Luther und der Reformation ab. Damit wiederum sind wir dann dem, was die Abbildung dem Betrachter nahelegen sollte. Man sollte die Gedanken von Luther ablehnen. Das heißt, es handelt sich hier um eine Propaganda kaiserlich-katholischen Seite gegenüber der Reformation. Solche Karikaturen stellen ja Menschen übertrieben polemisch, extrem spitzfindig dar und das ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt da von der anderen Seite quasi, wenn wir in die Reformation zurückgehen, gibt es auch solche Darstellungen von reformatorischer Seite, zum Beispiel gegenüber dem Papst. Übertrieben polemisch ist zum Beispiel hier die Darstellung von Luther natürlich als einen Art Dudelsack, wie es hätte Luther keine eigene Meinung. Der Teufel würde ihm alles einsagen, hier geht es dann in sein Ohr hinein und das, was aus dem Mund und aus dem Mund von Luther herauskommt, sei praktisch dann des Teufels. Das wäre hier so diese übertrieben, extrem die Darstellung gegen Luther, gegen die Reformation. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.